Hallo Leute, heute mache ich mal kein Let's Play Video, sondern ein Tutorial Video, wie ich meine Let's Plays allgemein rendere und komprimiere, damit ich sie in YouTube hochladen kann mit meiner Full HD Qualität. Und ja, dafür benutze ich Fraps zum Aufnehmen meiner Videos. Da nutze ich diese Einstellungen, 30 Fraps reichen, mehr wird das Video nur größer und mehr braucht man nicht wie 30 Fraps beim Aufnehmen. Force Lossless RGB Capture nutze ich, damit die Farben sättiger sind. Verbraucht mehr CPU-Power, aber es sieht schöner aus. Bei Sound Capture Settings benutze ich Record Wind 7 Sound, um den Input-Sound von den Games aufzunehmen. Record External Input habe ich ausgeschaltet, da ich nicht mit Fraps meine Stimme aufnehme, sondern mit Ablink Audacity. City. Kostenlos Freeware-Programm kann man sich bei Chipday runterladen oder irgendwo halt. Ist kostenlos. Damit nehme ich meine Stimme auf, wie ihr hier sehen könnt. Da oben einfach auf Aufnehmen und schon wird aufgenommen. Und ja, damit nehme ich die Stimme auf dann. So. Damit, Moment, ich habe vorhin ein Video vorbereitet. Ich sag mal ein Testvideo. Testvideo, Testvideo. Wo habe ich denn das? Da haben wir es. Raus da. Das habe ich vorhin schon mal gemacht. Und zum gleich. Ja, aufnehmen, Video, also Spiele, im Spiel. Und das für die Stimme. Damit kann ich auch gleichzeitig dann später, wenn fertig aufgenommen ist, zurechtschneiden. Und mit Effekte kann ich dann zum Beispiel Rausch entfernen, das Rauschen im Hintergrund entfernen oder Tonhöhe ändern mit Pitch oder was auch immer da. Echo reinmachen, was auch immer. Und das wird dann einfach da, Datei exportiert als MP3 und schon ist fertig. Ja. Das ja, tue ich dann verlustfrei rendern, zusammenfügen, Fraps, Stücke, Tonspur zusammenfügen mit Corel Video Studio Pro X4. Verlustfrei rendern, das zeige ich euch gleich nochmal. Dann der vorletzte Schritt ist dann mit Handbrake, wird dann das große verlustfreie Video zusammengequetscht zu einer kleinen Datei, aber die Qualität leidet darunter fast gar nicht. Und ganz zum Schluss für die Full HD Videos, wie ich sie mache, damit sie auch problemlos in YouTube anzusehen sind, ohne Fehler oder so, werden die Videos nochmal schnell dann in MKV-Merge-Guy reingemacht, gemuxt und fertig. Das zeige ich euch aber jetzt gleich noch alles und ja. Also wie gesagt, gehen wir in mein Corel Reader Studio. Schaut so, Oberfläche. Video kann man da reinsetzen und da setze ich meine Kommentarspur rein. Das zeige ich euch. Aber erst könnt ihr hier löschen wir. Ja, den werde ich löschen. So, hinzufügen, neuer Ordner. Neu oder nee, sagen wir Test. So, haben wir einen neuen Ordner, da könnt ihr euch dann einfach eure Sachen reinziehen, eure Fraps, Videos, Stücke. Bei mir ist es halt nur ein Video, wo ich reinziehe. Ganz klein, dass es geht. Wie lange geht denn das? Keine Ahnung, Moment, ich guck mal. Ja, 5 Sekunden geht es gerade mal. Das ist nur so ein kleines Testteil. Könnt ihr doch dann eure ganzen Sachen hier reinziehen und einzeln rein so hopp, rein. Wenn ihr da noch ein Video habt, nochmal rein anpassen. Und die Tonspur wird dann gerade auch, wie ich es euch zeige, als kleines Hinweis, so da, Tonspur als MP3 könnt ihr einfach dann hier reinziehen. Und schon ist die Tonspur drin. Die könnt ihr verschieben, wie ihr wollt. Oder schneiden, indem ihr dann zum Beispiel jetzt hier
Browser setzt, Tonspur an. Wenn ihr nur die Tonspur schneiden wollt, einfach wupp, dann ist sie geschnitten und ihr könnt beispielsweise was entfernen. Und ja, die brauchen wir natürlich jetzt nicht, die können wir wieder löschen. Und ja, dann habt ihr das Video hier. Und bevor ihr dieses Video verlustfrei encodiert bzw. rendert, müssen wir uns erstmal eine Vorlage erstellen. Die habe ich vorher erstellt, die können wir gleich mal löschen. Und stellen wir gerade mal eine neue. Die nennen wir gerade wieder so 1080p Full HD. So, kommt dieses Fenster. Mit diesem Fenster braucht ihr nichts einzustellen, nur der Vorlagenname. Bei allgemein stelle ich ein Audio und Video. Gibt es nur diese zwei Audio und Video und nur Video. Ihr wollt ja natürlich aber Ingame-Sound mit aufnehmen, also Audio und Video. Der Bildrate sind die Bilder pro Sekunde. Wie gesagt, 30 reichen, mehr brauchen wir nicht. Weniger sind auch zu wenig. Für Full HD reichen 30. Unter 25 sollte man nicht gehen, denn dann fängt es an zu ruckeln und ja. Bildtyp, bildbasiert, das ist, bleibt so. Bildgröße ist klar. Gibt's hier keine Full HD Bildgröße, geht nur bis 800x600. Deswegen benutzt ihr die, wenn ihr da einstellen. Full HD ist 1080. Genau. Und dann müssen wir den Codec einstellen. Wie es komprimiert wird. Noch ist nichts eingestellt. Gibt's erstmal ein paar vorinstallierte Codecs. Der beste, den wo ich auch nehme, ist der X264 VFW Codec. Dann gibt's noch einen X-Video MPG4 Codec und den FFD Show Video Codec. Aber die sind, wie ihr sehen könnt, ist der FFD Show Codec zum Beispiel viel zu kompliziert einzustellen. Das mache ich mir nicht. Da nehme ich einfach den X264 VFW Codec. Denn der ist einfach einzustellen, wie ihr sehen könnt. Da wird bei Basic Present einfach fest eingestellt. Ich glaube, was ist denn eingestellt? Standard. Standard ist, glaube ich, eingestellt Medium. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fester reicht. Wenn ihr natürlich Ultra fest einstellt, werden die Dateien riesengroß. Bei fester werden sie schon etwas kleiner, aber die Qualität bleibt gleich. Tuning? None? Kein Film, keine Animation, kein Crane. Bleibt none. Da brauchen wir nichts ins Video reinzumachen, keine extra Farben oder sowas. Profile, Level, beides auf Auto, sehr wichtig. Alles beides auf Auto lassen. Denn wir wollen ja verlustfrei rendern, ohne irgendwas in der Qualität zu ändern oder sowas. Fast Decode und Zero Latency, Haken rein. Ist standardmäßig raus, also Haken rein. Und dann zum Schluss noch Rate Control, ist standardmäßig, glaube ich, auf Single Pass Bitrate Based ABR. Da stellt ihr einfach Single Pass Lossless ein. Verlustfrei, Lossless, verlustfrei. Und schon ist er fertig eingestellt. So schnell geht das. Da braucht ihr nichts einzustellen, das ist, könnt ihr alles so lassen, wie es ist. Und falls ihr irgendwas mit Virtual Dub macht, könnt ihr da noch den Haken für Virtual Dub Hack reinsetzen. Und ja. Gut, das war's. Okay. Codecs eingestellt. So. Dateityp gibt's nur bei mir nur eins oder bei den meisten eigentlich. 24-Bit RGB drin lassen. Bei Audio habe ich jetzt genommen PCM, da es bei mir kein LAM MP3 gibt und PCM ja auch unkomprimiert ist und wir es auch unkomprimiert, also verlustfrei rendern wollen. PCM bedeutet verlustfrei. 48 kHz bis 16 Bit auf Stereo. Beste Qualität finde ich. Und das reicht vollkommen. Bei erweitert braucht ihr nichts einzustellen, das könnt ihr so lassen, wie es von Anfang an ist. Das braucht man nicht. Okay. Schließen. Dann haben wir hier den Codec. Schließen. Und schon hat man es eingestellt. Dann, wie gesagt, wenn ihr das Video dann fertig geschnitten habt und was auch immer,
geht ihr auf Ausgeben, Videodatei erstellen, euren Codec aussuchen, 1080p Full HD bei mir jetzt, Namen eingeben, wie Test eingeben, speichern, ja, existiert bereits, bla 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 bla. Braucht man jetzt nicht, existiert schon bereits, beziehungsweise doch, komm, speichern mal. Mach mal einfach Test 2, speichern, wird gerendert, geht ja natürlich schnell bei 5 Sekunden Video, ist rendert, fertig gerendert, wird dann automatisch abgespielt. Und ja, das war der erste Schritt, das verlustfreie Rendern der Videos und Zusammenfügen. Dieses Programm brauchen wir jetzt nicht mehr, beziehungsweise hier gibt es noch andere Optionen wie hier, Sound einstellen oder leise machen, laut machen. Dann kann man da drauf gehen, dann gibt es da noch Audiofilter und wie Echo Hall und sowas. Aber braucht man eigentlich nicht und ja, das war's hier jetzt mal. Nein, nicht speichern. Da haben wir unser Testvideo. Testvideo 2 brauchen wir ja nicht. Da haben wir unser Testvideo 1, das ist das allergleiche. So. Zweiter Schritt. Da dieses Video, wie ihr sehen könnt, noch immer 40 MB groß ist, für 5 Sekunden, ist es richtig ziemlich groß, muss ich sagen. Dafür nehmen wir jetzt das Wunderprogramm Heartbreak. Sieht eigentlich einfach aus, ist es auch. Denn wenn ihr es startet, müsst ihr überhaupt fast nichts einstellen. Wenn ihr es startet, könnt ihr erstmal auf File, auf Tools Option und hier Output Files. Bei Default Part könnt ihr bei Pros aussuchen, wo die Videos hingespeichert werden. Bei mir ist es, natürlich, jetzt muss ich wieder mein Part aussuchen, aber umso besser. Bei mir ist es Computer, Local D, Volumen die Handbrake Videos. So, close, fertig, da werden die dann hingespeichert. So. Bei Presets reicht normal aus. Denn wie ihr gleich sehen könnt, nehmt ihr dann das Video, wo ihr dann gerendert habt mit Video Studio Pro oder Sony Vegas, wie auch immer, nehmt ihr als AVI-Datei und zieht sie rein. Fertig, reinziehen. Normal auswählen, am besten noch Web Optimized ankreuzen. So, hier seht ihr die Daten. 1920x1080, wie es sein soll, Full HD. Videofilter könnt ihr alles so lassen, wie es ist, von Anfang an. Bei Video ist das einzigste Wichtigste, was ihr euch merken sollt, diese Stelle hier. Constant Quality. RF20 ist standardmäßig. Reicht auch standardmäßig aus, wie ich es auch benutze. Ihr solltet bloß nicht niedriger. Ja, das nennt man jetzt halt niedriger wie 25 bis 26 gehen. Denn umso niedriger oder beziehungsweise, wie man es auch immer sagt, nach links ihr geht, umso kleiner werden die Dateien, aber umso schlechter die Qualität. Umso weiter rechts ihr geht, umso größer werden die Dateien, umso besser die Qualität. Deswegen finde ich jetzt 20, weil es geht nur bis 51, ist 20 die beste Alternative, wie ich es finde. Und ja, ist standardmäßig auch so eingestellt. Und wie gesagt, ihr müsst ausprobieren, wie es für euch am besten ist mit der Größe, Qualität. Für mich ist es 20 am besten. Und ja, Rest könnt ihr so lassen. Bei Audio stellt ihr, könnt ihr auch noch einstellen. Sample Rate, ob ihr 48.000 oder 44.000 wollt. Ich lasse auf automatisch. Bei Bitrate ist es genauso. Da stelle ich meistens auf 192 Bitrate, weil es einfach besser anhört, Qualität besser ist. Da müsst ihr auch nichts machen. Subtitles, Chapters, Fonts müsst ihr nichts einstellen. Könnt ihr alles so lassen. Wie gesagt, normal. Audio einstellen. Videofilter, also Constant Quality, wie ihr es wollt. Video reinziehen. Start drücken. Schon wird also komprimiert. Das ist ein kleines Video, das ist jetzt schnell gegangen. Das war's auch schon, dann könnt ihr das Programm auch schon wieder schließen. Das Video haben wir jetzt, wo haben wir das Video? Ach ja, stimmt ja. Die Android-Videos, da haben wir das Video. Raus da. Nein, zurück.
brauchen wir jetzt eine zweimal. Können wir das schon wieder löschen. So, da haben wir jetzt und also das gerenderte, große und kleine. Wie ihr euch erinnern könnt, das große Video hatte ja 40 MB, ne? Ja, 40 MB hatte das. Für 5 Sekunden Video, ohne Bild. Also nur schwarzer Hintergrund. Weil es ja verlustfrei gerendert wurde. Und so. Wie ihr sehen könnt, dieses Video durch Handbrake hat es nur noch 192 KB. Es ist richtig klein geworden. Jetzt denkt ihr bestimmt, ach, die Qualität ist wahrscheinlich richtig runtergegangen. Aber ich kann euch das Gegenteil zeigen. Ich habe schon mal fertige Videos. Das sind jetzt nur meine Testvideos. Zeige ich euch jetzt mal. Gehe ich mal schnell auf Let's Play. Gehen wir darüber. Amnesia habe ich jetzt nochmal auf Computer. Da habe ich nämlich noch ein ungerendertes Let's Play Amnesia, mein letzter Part, wo ich hochgeladen habe. Der hat hier noch, so verlustfrei gerendert habe, hat es noch knappe 11 GB. Und wie ihr sehen könnt, riesengroß. Jo Leute, willkommen zurück, wie Schiss ich bekommen habe. Und so, jetzt gehen wir zu nochmal eine gute Stelle erwischt, wo wir gut vergleichen können, Helligkeiten so. Ja, zum Beispiel hier. Ich muss das jetzt nehmen. Große Datei. Und hier ist dann das mit Handbrake klein komprimierte Datei, das gleiche Video. Nur hat die keine 11 GB, sondern wie ihr sehen könnt, 333 MB. Richtig klein geworden. Das tun wir öffnen mit Windows Media Player. Zweite Player. Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Amnes. Muss mir jetzt jemand. Ah, ein bisschen zu weit. Okay, nochmal. Muss mir jetzt jemand. Okay, das reicht so. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist der Unterschied zwischen zwischen verlustfrei gerendert und komprimiert auf 333 MB von 11 GB eigentlich gar nicht wahrzunehmen. Sieht eigentlich genauso aus wieder, wie wenn es sich spiegeln würde. Wie ihr sehen könnt, da verlustfrei, komprimiert. 11 GB, 300 MB. Gleiches Video, alles ist gleich. Nur durch Handbrake, durch die paar Schritte, wie ich sie gezeigt habe. Wie ist es da? Handbrake. Aufmachen. Video. Reinziehen, normal, Audio einstellen, müsst ihr hier eigentlich gar nichts einstellen, außer, warte mal, rein, außer es steht hier mal eine andere Zahl, zum Beispiel 1800 doch was oder so, dann geht ihr gerade auf Known, Custom, macht hier überall, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, da steht 21 oder so, macht ihr 0, alles 0 steht. Geht wieder auf Strict und sonst wird dann hier wieder die Auflösung stehen und ihr könnt weitermachen. Start drücken, Web Optimized Start, wird komprimiert, raus und schon habt ihr ein kleines Video. Richtig klein, 15 mal zu klein. Und die Qualität ist gleich gut. Ja, und ganz zum Schluss, für die Full HD Videos empfehle ich noch MKV Mergegei. So ein kleines Video. Beim ersten Start müsst ihr erstmal auf Datei Option Einhaken setzen. Der hier ist draußen. Den setzt ihr Kopfdatenkompression bei Audio- und Videotracks standardmäßig ausschalten. Haken rein. Okay, und schon fertig eingestellt. Mehr braucht ihr nicht zu machen, da ihr das Programm nur für eins braucht. Das ist mein Video. Rein. Muxen starten. Dauert nie länger als ein paar Sekunden. Okay. Und schon könnt ihr es schließen. Das Video haben wir dann. Das ist das Video? Ja, das ist das Video. Gleiches Video wie das hier. Ach, das kann man wegmachen. So. Vor MKV-Merge, nach MKV-Merge. Davor war es noch eine MP4-Datei. Und danach ist es eine MKV-Datei.
Das ist deswegen, weil wenn ihr die Full HD Videos hochladet, meistens ist dann am Anfang von den Videos immer ein graues Bild zu sehen. Nicht bei allen Videos, aber bei vielen. Und durch diesen Schritt wird dieser Bug oder was auch immer das sein soll, beseitigt. Und es gibt kein graues Bild mehr, auch wenn es nur kurz ist. Aber es ist halt nervig. Und ja, so mache ich meine Videos und dann könnt ihr sie natürlich einfach hochladen. Haben wir jetzt einfach YouTube hochladen, Video hochladen, pop rein, fertig. So einfach. Ich muss auch sagen, dieses Video habe ich, diese Taktik, wie ich hier rendere, weil ich davor auch echt Probleme hatte wegen der Qualität und der Größe, habe ich von einem Video angeschaut von einem Superkanal von MaestroCo1. Hier, sein Kanal. Ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen. Er macht super Let's Plays, super Tutorial-Videos. Und ich finde sein hier könnt ihr auch mal vorbeischauen. Macht super Videos. Erklärt auch super, wie er auf also rendert und seine Videos hochlädt. Und ja, ich zeige euch noch schnell das Video von ihm. Meinen Favoriten habe ich das rein. Das ist hier. So, hier, wie er es aufnimmt, auch mit Handbrake, MKV-Merge, Videostudio und es ist allergleiche, wie er es macht. Mit Fraps. Nur dass er halt nicht mit Audacity aufnimmt, sondern direkt die Stimme über Fraps und ja. Er macht aber das gleiche wie ich. Ich habe meine Taktik von ihm, also von diesem Video abgeguckt, wollte nur nochmal ein neues Video drehen, weil ich es einfach super finde, was man aus einer 11 GB Datei 300 MB rauskitzeln kann. Für die gleiche Qualität. Einfach unglaublich, finde ich. Und ja, so mache ich meine Videos und lade sie dann hoch. Wie gesagt, schaut mal bei seinem Kanal vorbei. Macht super Let's Plays auch. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hilft euch. Und das war jetzt mein erstes Tutorial-Video mal. Denn eigentlich mache ich in dem Kanal nur Let's Plays. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft euch. Und ich krieg dafür ein Abo von euch. Würde mich sehr freuen. Ja. Kommentieren könnt ihr das Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es ruhig unter das Video. In die Kommentierzeilen. Ich werde sie natürlich beantworten, so schnell ich kann. Und ja. So rendere ich meine Videos, so komprimiere ich sie, so lade ich sie hoch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann war es das jetzt für mein Tutorial. Und ich sag bye bye. Da gibt's noch was zu sagen? Ne, eigentlich nicht. Wie gesagt, bei Fragen einfach fragen. Ich werde natürlich werde ich antworten. Und ja. Dann bis demnächst. Und vergesst nicht, meine anderen Videos anzuschauen. Wenn ihr mögt. Wollt. Dann bye bye. Ich bin mal raus.